Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde, zum Schatz am Rio Tinto, ein Dividendenschatz mit über 7% Dividendenrendite. Habt ihr euch gewünscht, die Aktienanalyse in der Aktienfinder-Community ging Rio Tinto als Abstimmungssieger hervor Xiaomi, Factset und Evolution Gaming mit 554 Stimmen. Deshalb diesmal Rio Tinto. Mein Name ist Thorsten Tietja. Hier geht es ums langfristige Investieren, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und das hat mit Rio Tinto in den letzten Jahren sehr gut geklappt. Kann ich dir hier zeigen. Und zwar hatten wir hier, beziehungsweise haben eine Dividendenrendite von 7,3% bezogen auf die Zahlung der letzten 12 Monate. Und wir haben dazu noch stattliche Kursgewinne auf 6 Monate, immerhin 10% knapp, auf ein Jahr 71% und auf 5 Jahre hat sich die Aktie fast verdreifacht. Und wenn wir nach hinten rausgucken, da sehen wir schon, dass wir einen Zykliker vor uns haben. Was machen die? Rio Tinto ist der zweitgrößte Bergbaukonzern der Welt. Also die leben von Rohstoffen. Teilweise verarbeiten sie die Rohstoffe auch weiter. Die meisten ihrer Minen haben sie in Australien. Und das ist ein britisch-australischer Konzern. Der hat auch eine Doppelnotierung, so wie es bei Unilever bis vor kurzem noch der Fall gewesen ist. Ich denke, mit der Aktie aus Großbritannien sind wir ganz gut bedient, weil da keine Quellensteuer abgezogen wird. Faktisch hat man die gleichen Ansprüche auf die Dividende, beziehungsweise hat mit einer Aktie den gleichen Anspruch auf dasselbe Unternehmen. Das ist so juristisch verhackstückt, dass da keiner Nachteil haben sollte. Ja, was macht Rio Tinto denn eigentlich so? Schauen wir uns an. Bergbaukonzern, ja, haben unterschiedliche Segmente und das zeige ich am besten hier. Sie haben zum ersten Eisenerz und es ist da, wo die Musik am lautesten spielt. Da machen sie am meisten Umsätze und mit Abstand am meisten Gewinn. Hier siehst du die Umsätze und bei Eisenerz, was man braucht für die Stahlproduktion, da machen sie knapp 60% der Umsätze, beziehungsweise haben es gemacht im gerade abgelaufenen Geschäftsjahr 2020. Was sie auch noch machen, ist Aluminium. Das heißt, sie bauen Bauxit ab und sind hier dann auch noch tatsächlich in der Produktion, also sind vertikal integriert in der Produktion von Aluminium tätig, während das Eisenerz, das tun sie noch zu Pellets zusammen, komprimieren, aber dann liefern sie das insbesondere nach China und dort wird dann der Stahl aus diesen Bauxit-Pellets produziert. Aber selbst produzieren sie keinen Stahl. Aluminium produzieren sie sehr wohl. Da machen sie auch noch einen größeren Umsatzanteil mit ungefähr 20% im Jahr 2020. Dann wird ferner noch abgebaut Kupfer und Diamanten. Und dann haben wir auch noch Uran, was beispielsweise abgebaut wird. Und Rio Tinto ist auch in der Energieproduktion zunehmend tätig. Auch im Bemühen, ein bisschen das Image vom Schmuddelkind abzustreifen, weil Rio Tinto ist auch vor allem eins, nämlich ein Umweltsünder. Der Abbau von Rohstoffen ist ja hochgradig umweltschädigend. Das sehen wir auch hier in der Aktienanalyse, die ich parallel dazu geschrieben habe. Kannst du dir gerne nochmal durchlesen, ist auch alles kostenlos. Hier siehst du, wie so eine Kraterlandschaft aussehen kann. Das ist in Spanien, das ist eine der ältesten Minen, Tagebau, mittlerweile aufgegeben. Und ja, sieht nicht besonders hübsch aus. Das ist natürlich Umweltzerstörung pur. Der Abbau von Rohstoffen ist darüber hinaus an sich schon sehr energieintensiv, sehr hoher Wasserverbrauch. Und Rio Tinto bemüht sich beispielsweise dann wenigstens die Energie aus sauberen Quellen zu gewinnen. Sie sind auch selbst in der Photovoltaikproduktion zunehmend aktiv, nicht Produktion, aber Nutzung, dass sie so den Strom generieren aus erneuerbaren Energien. Sie haben auch Konzepte für die Renaturierung und wir werden noch sehen, dass die Milliarden an Pfund an Rückstellungen haben für die Renaturisierung von stillgelegten Minen. Aber dazu kommen wir später.
Interessant, denke ich, ist auch noch einen kurzen Blick auf die Gewinne und wo die herkommen bei Rio Tinto. Da haben wir nämlich hier zunächst die Umsätze gehabt und jetzt den Operating Income. Und da sehen wir, dass es noch extremer ausfällt. Ich hatte vorhin schon gesagt, die Musik spielt beim Eisenerz, also hier. Und das war schon beim Umsatz der Fall. Beim Gewinn ist es noch extremer. Da kommt sogar über 3/4 des Gewinns kommt vom Eisenerz. Und alles andere ist quasi schon unter ferner Liefen mit unter 10%. So ein Bergbaukonzern, der oder ein Rohstoffkonzern allgemein, das zählt auch für Shell und also Öl- und Gaskonzerne beispielsweise, die sind zyklisch. Das heißt, die hängen am Tropf der Weltwirtschaft, der Weltkonjunktur. Wenn es gut läuft und die Nachfrage hoch ist, dann steigen auch die Rohstoffpreise und umgekehrt, wenn die Weltnachfrage sinkt, dann sinken auch die Rohstoffpreise. Wie ich schon erwähnte, ganz wichtig eben Eisenerz, auf Englisch Iron Ore. Und hier sehen wir bei Trading Economics für die letzten Jahre, also seit 2007 irgendwann, die Preisentwicklung für eine Tonne Eisenerz. Und das schwankt zwischen unter 50 Dollar und über 180 Dollar, teilweise bis knapp an die 200 Dollar. Das nennt man Zyklik. Und während sich bei Rio Tinto die geförderten Mengen kaum verändern an Eisenoxid oder kaum verändert haben, jedenfalls nicht innerhalb der letzten 5 Jahre, steht so im Geschäftsbericht auf einer dieser über 390 Seiten, die ich für euch durchgegangen bin, im Eilverfahren, während sich also die Mengen kaum verändern, die abgesetzten, ändern sich die Preise sehr wohl. Das hat für uns fundamental natürlich eine Bewandtnis, nämlich dass die Gewinnentwicklung von Rio Tinto relativ unstetig verläuft. Das heißt mit anderen Worten ein Auf und Ab. Wir haben viele Jahre mit Gewinnen, aber es gibt auch immer wieder einzelne Verlustjahre. Das war in 2012 und in 2015 der Fall gewesen. Interessant, wie ich finde, ist, wir haben ja die Corona-Pandemie. Wir haben ja da einen Einbruch der Weltwirtschaft und was man vielleicht naiv hätte erwarten können, jedenfalls ich, wäre gewesen, dass dann auch die Nachfrage nach Stahl und deshalb auch die Nachfrage nach diesem Iron Ore zurückgeht. Das war auch kurzfristig so, da ist dann der Preis zurückgegangen, aber wir sehen, dass relativ schnell im April letzten Jahres dann die Nachfrage und damit dann auch der Preis wieder angezogen ist. Momentan sind wir hier bei einem Preis von 163 US-Dollar und das ist historisch betrachtet sehr hoch. Das heißt, das Geschäft brummt momentan bei Rio Tinto, die Gewinne sind hoch. Was Rio Tinto auch entgegenkommt, das ist, dass während der Preis für Eisenerz hoch ist, sind die Preise für Energien eher niedrig gewesen, auch im Jahr 2020. Und da wir ja eine hohe Stromrechnung haben, tendenziell bei Rio Tinto, und auch eine hohe Rechnung bzw. einen hohen Verbrauch beispielsweise von Diesel, kam das Rio Tinto entgegen. Zwei positive Entwicklungen, die eben dazu geführt haben, dass der Gewinn nach oben gegangen ist. Wir sind jetzt hier oben, also verharren auf einem hohen Niveau beim Gewinn pro Aktie. Und für das gerade erst angefangene Geschäftsjahr 2021, haben wir jetzt 2,5 Monate um, soll es mal noch einen drauflegen und soll es dann noch besser aussehen und die Dividenden dann tatsächlich noch einmal erhöht werden. Und das klingt jetzt zunächst, wie ich denke, ganz vielversprechend. Apropos Dividende, schauen wir uns mal die Dividenden an und dann auch die Sicherheit der Dividende. Interessant an der Stelle ist, wie ich finde, schon einmal, dass wir hier zwar Verlustjahre hatten, aber die Dividende nicht gekürzt wurde. Wir haben schon einzelne Dividendenkürzungen, aber in den Verlustjahren wurde nicht gekürzt und die Dividende wurde sogar weiter bezahlt. Wir haben hier noch den freien Cashflow, sehen wir hier auch noch, der sich aber sehr stark am bilanzierten Gewinn orientiert. Die Ausschüttungsquote bzw. die Dividendenpolitik, das habe ich hier geschrieben, muss ich kurz spiegeln,
Das Management strebt an eine mittlere Ausschüttungsquote, basierend auf dem Gewinn zwischen 40% und 60%. Momentan legen sie da deutlich drüber, sieht man schon hier grafisch, kannst du hier das Payout angucken. Payout von 88%, da habe ich dann die Sonderdividende drin. Auch interessant, Rio Dividendo schüttet auch Sonderdividende aus. Das ist dann dieses hellblaue hier, haben wir im Aktienfinder getrennt ausgewiesen. Das machen die meist dann, wenn sie Teile vom Unternehmen verkauft haben. Beispielsweise hat Rio Tinto auch den ganzen Kohlebereich abgestoßen. Die waren also auch im Kohleabbau tätig und ich glaube im Jahr 2018 haben sie die letzte Kohlemine verkauft, sind da also ausgestiegen, auch um etwas mit dem Trend der Zeit zu gehen, Richtung sauberes Unternehmen, Richtung Nachhaltigkeit. Bis 2050 übrigens möchte Rio Tinto, wie heißt es so schön, schadstoffneutral sein, klimaneutral sein. Das war, glaube ich, das richtige Wort. Sie arbeiten also daran. Sind trotzdem keine Heiligen. Kleine Anekdote, eine traurige Geschichte. Letztes Jahr hat Rio Tinto in Australien den Juukan Gorge, das ist also eine Höhle in einer Schlucht und die heißt Juukan, in die Luft gesprengt. Das wäre wahrscheinlich etwas untergegangen, wenn das nicht die einzige Stätte gewesen wäre in Australien, die seit über 40.000 Jahren durchgehend bewohnt war. Das war also im Prinzip ein Weltkulturerbe der Menschheit, auch wenn es vielleicht nicht als solches erklärt worden ist. Und Rio Tinto wollte an Eisenerz und es gab verschiedene Alternativen, wie die an das Eisenerz gekommen wären. Vier, wenn ich mich richtig erinnere, sie haben sich für die kostengünstigste entschieden und diese Höhle einfach in die Luft gesprengt, die auch noch ein Heiligtum der Aborigines gewesen ist, der dort Eingeborenen. Das kam nicht gut an im Nachhinein und der CEO musste den Hut nehmen. Mit ihm sind noch andere Top-Manager gegangen, unter anderem der Verantwortliche für das Segment Eisenerz in Australien. Und dann auch noch, glaube ich, derjenige für Customer Relations, der Chef, musste auch seinen Hut nehmen. Und im Geschäftsbericht 2020, wenn man danach Juukan Gorge, so schreibt man das Ganze, hier sucht, da haben wir 109 Treffer. Das heißt, hier sieht man schon den ersten. Das heißt, diese Geschichte, die war ein PR-Desaster sondergleichen für Rio Tinto. Den Aktionären, denen war es eigentlich eher egal, so scheint es mir, denn der Aktienkurs hat nicht sonderlich drunter gelitten, aber nichtsdestotrotz, es war ein PR-Desaster und Rio Tinto versucht schon einiges als Saubermann zukünftig dazustehen und da kam das sehr ungelegen und es war halt auch eine Schweinerei, was da passiert ist, muss man schon so sagen. Das aber nur am Rande. Gehen wir mal zurück zur Aktienanalyse. Ist die Dividende sicher? Das sind wir gewesen. Also Ausschüttungsquote zwischen 40% und 60%. Nimmt man aber eher locker beim Management. Deshalb sind wir momentan auch ganz klar drüber. Wir haben hier, aber das ist ganz interessant bezüglich den Prognosen, da geht es ja meistens, soll es immer besser werden, die Gewinne steigen, die Dividenden steigen. Bei Rio Tinto gehen die Analysten davon aus, dass die Gewinne nach einem starken Jahr 2021 wieder rückläufig sein werden und auch die Dividenden mit sinken werden. Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, wenn es an die Bewertung geht, aber das sollten wir schon mal im Hinterkopf haben. Halte ich übrigens auch für plausibel, denn die Historie hat ja auch schon gezeigt, nach starken Preisen, hohen Preisen, gibt es wieder sinkende Preise. Das heißt, die Gewinne werden dann auch wieder rückläufig sein, Umsätze, Margen selbstverständlich auch. Wenn wir wissen wollen, ob die Dividenden sicher sind, dann sollten wir auch mal vorbeischauen bei der Bilanz. Und das sehen wir hier, die wichtigsten Positionen, dazu mich mal ein bisschen rein. Wenn wir an Rohstoffkonzerne denken, wie Shell, BP, Total oder so, die sind total verschuldet. Die haben oft Schuldenprobleme. Und Rio Tinto ist zwar auch ein Rohstoffkonzern, aber die haben eine sehr, sehr solide Bilanz. Ich war überrascht, als ich das gesehen habe, wie solide die ist. Was meine ich damit? Wir haben ja hier Schulden und wir haben dann auch Cashbestände, liquide Mittel, sage ich mal so. Und die Schulden können wir unterteilen in
Schulden, die zu verzinsen sind. Das sind die Schulden, an die wir denken normalerweise, wenn wir von Schulden sprechen. Es gibt auch noch Verbindlichkeiten, die nicht zu verzinsen sind. Diese nicht zu verzinsenden Verbindlichkeiten hier in rosa, was hat es denn damit auf sich? Das sind in erster Linie Rückstellungen. Rückstellungen für Steuern, die bezahlt werden müssen, irgendwann, kann schon am nächsten Tag sein, kann aber auch erst in einem Folgejahr sein. Oder insbesondere Rückstellungen für Renaturierung, und das sind über 11 Milliarden britische Pfund. Wir haben momentan hier diese gesamten zinsfreien Schulden 23 Milliarden, davon um die Hälfte Rückstellungen nur für Kompensation der Umwelt, wenn man so will. Mit einer mittleren Haltedauer, weiß ich noch auswendig, von 17 Jahren. Das heißt, es wird eine Mine in Angriff genommen, es wird was abgebaut und dann werden gleichzeitig Rückstellungen gebildet, weil man die Naturschäden kompensieren muss, wie immer man das jetzt auch genau macht. Und das sind immense Höhen und trotzdem werden ja übrigens Gewinne erwirtschaftet die ganze Zeit, obwohl diese Rückstellungen gebildet werden. Und wir haben noch sehr hohe Rückstellungen auch für Steuern, und das sind also, wie gesagt, in erster Linie Rückstellungen. Und die sind nicht zu verzinsen. Und die stellen insofern auch keine Last dar, die das Unternehmen Jahr für Jahr schulden muss. Bleiben also hier die Verbindlichkeiten im engeren Sinne, die tatsächlich auch zinstragend sind, sind dann 10,1 Milliarden britische Pfund. Denen steht Cash in fast gleicher Höhe entgegen. Das heißt, Rio Tinto hat eine Portokasse, wenn man so will, die fast so hoch ist wie die gesamten Schulden. Und noch schöner, das ist ja quasi nur ein Snapshot, dann haben wir ja hier noch diese sogenannte Tilgungskraft. Das heißt, das, was nachdem das Unternehmen Dividenden ausgeschüttet hat, an Free Cashflow überbleibt, das sind auf die letzten vier Quartale bezogen 3,2 Milliarden britische Pfund. Mit anderen Worten, innerhalb von 3 Jahren, wenn der Free Cashflow so hoch bleiben würde, hätten sie die gesamten Schulden aus dem laufenden Cashflow abbezahlt und hätten noch trotzdem Dividende bezahlen können. Ist ein bisschen zu optimistisch, weil wir ja gesehen haben, dass die Gewinne nach dem starken Jahr 2021 wieder leicht rückläufig sein sollten. Aber ich denke, das zeigt schon, dass wir hier eine sehr solide Bilanz haben. Dann haben wir Zinsen, 475 Millionen britische Pfund. Klingt viel, ist aber insgesamt recht überschaubar. Schuldenquote läge dann bei 14,23%. Die Schulden wurde berechnet nur auf die verzinsten Verbindlichkeiten, war schon mal deutlich höher bei 25% und ist hier also zurückgeführt worden, recht deutlich. Wenn wir jetzt wieder auf die Anfangsfrage zurückkehren, sind die Dividenden sicher? Nein, sie sind nicht sicher. Was ist schon sicher auf der Welt? Nee, sie sind ja auch nicht sicher, weil wir gesehen haben, dass die Gewinne rückläufig sein sollen. Aber durch die starke Bilanz, das erlaubt es eben Rio Tinto auch im schlechtesten Fall eine Dividende zu bezahlen, wie es im Jahr 2012 und 2015 der Fall war, weil man eben einfach hier aus der Bilanz schöpfen kann. Und insofern haben wir dann schon zwar keine sichere Dividende bezogen auf die absolute Höhe, aber wir haben einen sicheren Dividendenzahler in dem Sinne, dass Rio Tinto auch dann mal Dividende bezahlen wird, meiner Meinung nach, wenn es nicht so läuft. Übrigens alles nur meine Meinung, ich gebe ja keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab. Dann gucken wir mal oder tasten uns mal langsam vor an die Bewertung. Das ist ja auch noch interessant, ist die Aktie günstig bewertet. Schauen wir mal hier in den Dividendenturbo rein. Und was sehen wir denn da? Da sehen wir hier die aktuelle Dividende von 7,71%. Und was haben wir dann hier? Dividendenrenditen von 10% in naher Zukunft, die dann wieder sinken sollen. Ist natürlich interessant. Also hier soll die Dividende springen. Warum? Ja, weil hier laut Prognosen im Geschäftsjahr 2021 nochmal ordentlich was draufkommt bei der Dividende. Ne? Von ungefähr leicht über 4 britischen Pfund, welche Sonderdividende mitnehmen, auf tatsächlich 5,70 britische Pfund, wäre also schon nochmal eine Schippe drauf. Müssen wir mal schauen, ob es kommt, ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Alles nur Schätzung. Fast noch wichtiger, würde ich sagen, ist jetzt dann die Bewertung, weil du siehst ja, hier nochmal, die Aktie hat sich ja
Doch, der war richtig. Der Aktienkurs hat sich ja innerhalb von 5 Jahren knapp nicht nur verdoppelt, sondern verdreifacht. Das heißt, obwohl wir eine hohe Dividendenrendite haben, kam der meiste Schmackes durch die Kursgewinne zustande. Schauen wir mal, ob wir mit hohen Kursgewinnen weiterhin rechnen können. Ah, hier habe ich schon mal ein bisschen vorgespielt. Wir schauen uns jetzt erstmal hier die Kursentwicklung, das ist das hier, seht ihr hier. Wir haben hier also den Zykliker, das sieht man nicht nur an der Gewinnentwicklung, das sieht man auch an der Entwicklung, das sieht man nicht nur an der Kursentwicklung, sondern auch an der Gewinnentwicklung. Nein, umgekehrt, das sieht man nicht nur an der Gewinnentwicklung, die hätten wir zuerst auch, Entschuldigung Leute, sondern auch an der Kursentwicklung. Die verlaufen natürlich synchron zueinander. Schauen wir uns das Ganze mal hier an. Hier ist der bereinigte Gewinn, hier ist der bilanzierte Gewinn. Und ja, man erkennt also schon eine gewisse Korrelation, würde ich sagen. Wir haben hier dann auch den Einschlag. Wenn die Gewinne sinken, dann ist auch der Aktienkurs hier im Keller. Interessant ist, der bereinigte Gewinn und der bilanzierte Gewinn miteinander zu vergleichen. Und dann sehen wir, dass der bilanzierte Gewinn sehr viel unregelmäßiger, unstetiger verläuft als der bereinigte Gewinn hier in Braun, jedenfalls seit 2010. Das sind beispielsweise Wechselkurseffekte auch noch ausgerechnet beim bereinigten Gewinn. Wenn wir uns die Bewertung anschauen, die Bewertungsgrundlage, dann habe ich auch den bereinigten Gewinn vorgezogen. Also den werde ich nehmen für die Bewertung der Aktie. Und ich habe mich da schon für einen Zeitraum entschieden gehabt, nämlich hier ab 2009, weil wir hier nochmal, ja, eigentlich ist es egal, muss ich sagen, oder? Nehmen wir hier, dürfte keinen großen Unterschied machen, kommen wir hier auf ein KGV von 10, basierend auf dem bereinigten Gewinn. Also wie du siehst, schon relativ günstig, ein KGV von 10 ist jetzt nicht so furchtbar hoch erstmal. Und liegt irgendwo in der Nähe wahrscheinlich von Daimler. Und jetzt gucken wir mal, was der faire Wert ausspuckt. Da werden wir hier, zoome ich noch ein bisschen näher rein in die Geschichte. Und ich denke, man sieht, dass der Kurs, den hier ausgerechneten fairen Wert mit einem Multiple von 10, doch sehr gut nachvollzieht, insbesondere in den letzten Jahren. Hier hatten wir die Finanzkrise, da ist der Kurs schneller abgestürzt, als es das Fundamentale hergab. Da war natürlich Panik angesagt, Weltuntergang. Dann hatten wir hier Kurse, die deutlich unter dem fairen Wert waren. Wer es gesehen hat und auf eine Erholung gesetzt hat, der hat dann mit jeder Aktie im Prinzip dann ein Schnäppchen gemacht. Da zoomen wir mal raus und zoomen mal weiter rein. Dann sehen wir aber hier, dass wir dann in den gesamten letzten Jahren auch noch einzelne Phasen der Untertreibung hatten. Aber das war dann wieder der Corona-Crash, wo wir hier eine Phase der starken Unterbewertung hatten. Ansonsten mehr oder weniger, sage ich mal, ein Gleichlauf mit dem fairen Wert. Zoomen wir noch näher rein. Dann sehen wir hier, dass wir beim aktuellen Aktienkurs von 56 britischen Pfund haben wir einen fairen Wert von 55,33 britischen Pfund. Also momentan scheint die Aktie exakt fair bewertet zu sein, nachdem sie mal jetzt eine Weile unterbewertet gewesen ist. Was die ganze Geschichte bezüglich Bewertung jetzt aber etwas erschwert, ist die Tatsache, dass wir ein sehr gutes Geschäftsjahr haben sollen, 2021, mit Rekordgewinnen. Ich blende hier den bereinigten Gewinn nochmal ein, mit Rekordgewinnen. Und danach kommen wir dann in eine Phase der Konsolidierung, angeblich bezüglich der Gewinne. Ich halte das ja nicht für unrealistisch. Das ist natürlich die Frage, wie geht man denn mit so einem Fall um? Ich würde da ein bisschen vorsichtig sein. Was ich auf keinen Fall machen würde, wäre hier den fairen Wert zu nehmen und dann zu sagen, hier die Aktie ist eindeutig unterbewertet. Weil was bringt mir das, wenn in Zukunft der faire Wert der Aktie wieder sinkt? Ich würde diesen fairen Wert hier mal bevorzugen, der in etwa beim aktuellen fairen Wert liegt, maximal. Und jetzt kommt es noch darauf an, wenn wir noch ein bisschen vorsichtiger wären, dann könnte man auch diesen fairen Wert hier nehmen, das mache ich jetzt sogar mal, also einen leichten Gewinnrückgang sogar im Vergleich zu heute heranziehen. Das wäre dann wirklich nach dem Vorsichtsprinzip. Noch ein Jahr weiter würde ich gar nicht nehmen, weil wir haben hier einen Zykliker und wer weiß, wie die Weltkonjunktur in 2023, 2024 dann im Geschäftsjahr läuft. Da ist aber wirklich viel Glaskugel drin, was aber halt dem Unternehmen auch geschuldet ist, beziehungsweise dem zyklischen Charakter des Unternehmens. Das heißt,
Das würde ich jetzt einfach mal hier ignorieren, das Jahr. Und dann nach dem Vorsichtsprinzip mal einfach davon ausgehen, dass die Gewinne konsolidieren. Sogar leicht unter das aktuelle Niveau. Das KGV von 10 würde ich mal lassen. Das würde ich nicht korrigieren. Kann man ja machen. Man kann ja hier theoretisch noch niedriger gehen. Aber ich denke, ein 10er KGV, das ist schon okay. Das ist ja auch das mittlere KGV. Und dann hier nochmal die ganze Geschichte hier machen. So, dann hätten wir eine Renditeerwartung. Zunächst einmal hätten wir Kursverluste hier. Auf 1000 britische Pfund hätten wir einen Kursverlust von 165 britischen Pfund und trotzdem eine positive Rendite. Warum? Weil die Dividende 200 britische Pfund betragen würde. Also das ist auch schon auf den Prognosen basierend, die ausgeschüttet werden sollen. Also alles mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Aufs Jahr hätte man dann eine Renditeerwartung von 1,4%. Das ist zugegebenermaßen nicht viel. Und das ist für mich eine wichtige Erkenntnis, wenn ich dann fragen sollte, ob die Aktie jetzt für mich ein interessanter Kauf ist. Stand heute aus meiner Perspektive nein, weil die Aktie dafür einfach zu teuer ist und deshalb die Renditeerwartung zu niedrig ist. Jedenfalls, wenn ich hier diese Gewinnerwartung zugrunde lege. Das heißt, ich würde hier noch tatsächlich warten, bis die Aktie vielleicht noch etwas korrigiert und günstiger bewertet ist. Ob das passieren wird, kann ich nicht sagen. Eventuell, wenn man einfach nur mal hier von 57 runter geht auf 51 britische Pfund beispielsweise und dann guckt, dann hätte man schon eine Renditeerwartung von 4,7% bei knapp unter 50 britischen Pfund, also 48 britischen Pfund, dann wären es 7,1%. Und ich denke, das wäre schon ganz ordentlich. Damit könnte man schon leben. Das wird wohl irgendwo der breite Aktienmarkt. Und ich denke, das ist auch so die Rendite. Hier hätten wir eine starke Rendite. Hier, wenn man ab 2014 anfängt, von 27% im jährlichen Rendite. Ich glaube, das ist halt auch das, warum sich viele Leute für Rio Tinto interessieren. Habe ich natürlich auch hier exakt schön erwischt. Wenn eine Aktie eine Weile gut läuft, dann ist sie halt in. Das war für 3M der Fall, das war für Fresenius beispielsweise der Fall. Auch Altria ist mal eine Weile gut gelaufen. Wenn dann das Pendel umschwingt, dann fällt die Aktie in Ungnade. Gucken wir jetzt aber mal noch längerfristig, was wir da für eine Renditeerwartung haben. Mal irgendwas Realistisches nehmen, noch einen langen Zeitraum. Dann wären wir hier bei 7,5 genau. Also das wäre dann halt irgendwo die langfristige Erwartung, auch um die Pi mal Daumen, die man mit der Aktie machen kann, was in etwa sogar der Dividendenrendite entspricht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Rio Tinto, ein solider Dividendenzahler, interessant für Fans einer hohen Dividende auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, aus meiner Sicht, momentan drängt sich ein Kauf nicht auf. Dafür ist die Aktie einfach zu gut gelaufen, derzeit zu teuer, wo sie schon ein bisschen korrigiert hat und die Renditeerwartung zu gering. Gut, das soll es mal gewesen sein zu Rio Tinto. Ich lade dich ein, der Aktienfinder-Community beizutreten, wenn du nicht Teil davon bist. Dann kannst du auch bei der nächsten Abstimmung gerne mitmachen. Und die Aktienanalyse hier nochmal zum Nachlesen mit der ein oder anderen Information, die ich dir hier vorenthalten habe. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.